Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Erstmal, ich habe mit dem Mystery-Ohr rumhantiert, über eine halbe Stunde lang und habe nicht das rausgekriegt, was ich wollte. Ich habe allen möglichen Schnock rausgekriegt. Wo ist jetzt das Buch schon wieder? Ach, bei ihr. Ich habe Flaschen rausgekriegt, ich habe Hämmer rausgekriegt, ich habe sogar diesen Götzen hier mehrmals rausgekriegt. Aber keinen Stein, der Skillpunkte gibt. Gut, wir sind beim Ogre Fire Dance. Wir müssen da irgendwie durchkommen. So. Au. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe keinen grünen Gem mehr bei mir. Mist. Das relativiert die Sache. Wir brauchen nämlich einen grünen. Um an das Zeug da drin zu kommen, müssten wir hier einen grünen Gem reinpacken. Okay. Das war die erste Sache. Als nächstes gehen wir hier hin, weil da war, soweit ich weiß, mein eine letzte Kammer, in der ich Zeug gebunkert hatte, genau. Wie Schriftrollen. Und ein paar andere Sachen, die wir einfach mal. Assassin's Dagger. Ach so, der ist nicht gut. Und von dem haben wir zwei, die können hier liegen bleiben. Scroll of Necrochemie, noch eine Scroll. Noch eine Scroll. Wir fahren dir. Ich glaube, wir lassen die ganzen Schriftrollen doch lieber hier irgendwo liegen. Potion of Rage. Ja, irgendein Golden Key. Shepard und Rare. Beware of Saruman. Das ist der Ogre Fire Dance, ja. Great Mage Saruman. Ah, hier sind die Kombinationen drauf. Genau die Information brauche ich doch. Und ganz ehrlich, das Mistzeug kann hier bleiben. Das ist eh hauptsächlich wertloses Zeug. Ah, die Bücher könnten noch von Nutzen sein. Beziehungsweise nicht von Nutzen. Oh, doch das hier. Unarmed Combat und Athletics. Der Rest nicht wirklich. So, das heißt, wir gehen hier in Sarumans Labor. Gut. Und wir brauchen eine der Kombinationen. 3656. 3. Würde schon mal hier die Grube aufmachen. War hier unten was Wichtiges? Wupp. Nee, das würde mich nur hier runterbringen und das bringt mir nichts. Also 3.
6, 5, 6. 6 müsste genau am anderen Ende sein. 6, 5, 6 und das war es schon mal nicht. Gut. 1, 3, 4, 1. Ich glaube, das war es sogar. 1, 3, 4, 1. 1. 3. Eins. Jawohl. Und das hier ist der letzte Altar of Light. Gut. The Great Shadowlight Tomb. Fahren wir erstmal die beiden und hauen hier weitere Sachen ein. Oh. F5 mal sicherheitshalber. Gut, hier sind sehr viele Hebel. Okay, die Kombination macht jedoch nichts auf. You hear mechanisms ticking over behind the walls. Okay. Aha. Ups. Oh, ich bin wieder hier. Oh. Ups. Wieder so eine Dreierkombination. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich hier drüben. Gut. Jetzt geht da was auf. Nur da drüben geht was auf, okay. Hier ist nichts. Some kind of magic has returned you to the sanction area.
So komme ich auch hier irgendwo rein. Okay, ich höre wieder irgendwas hinter den Mauern. Da war ich auch noch nicht drin. Das bringt mich allerdings nur wieder hierhin zurück. Ah, ich kann ja eigentlich alles extinguishen. Oh, so kann ich die Flammen extinguishen. Hm. Aber die sind nicht zu extinguishen, die da. Oh, du siehst anders aus übrigens. Jo. Das macht wenigstens Schaden. Noch ein Kraut für dich. Ja. Gut, was öffnet sich jetzt? Vor allem, wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich hier. Oh, jetzt bin ich in einem neuen Bereich. Ja, jetzt bin ich hinter den Teleportern. Gelandet gewesen. Jetzt bin ich wieder hier. Okay, wenn ich eine Fackel reinstecke, dann... Spawn einfach neue. Das hat doch kein Cease-Undev. Oder habe ich aus Versehen auf den anderen geklickt? Naja, egal. Ihr solltet wirklich mal markieren, wo mich was hinführt. Also A führt mich nach da. Hier ist die Kombination 110. 110, dass ich mir das merken kann. Ich frage mich jedoch gerade, wo mich der Porter hinbringt. Gucken wir mal. Nirgends. Die porten ja überhaupt nichts. Oh, aber hier geht was auf und zu. Ach so, das bringt mich einfach nur zurück. Können wir auf die Platten was legen? Ja, könnten wir theoretisch. Bringt allerdings auch nichts. So, du bist jetzt B. Du bringst mich nach da, das ist B.
Und das bringt mich hinter die. Mhm. Bringt mich nur nicht immer noch nicht näher hier ran. So, da war ich jetzt gerade hier. Das ist dann C. Bringt mich hier nach C. Huh.